Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 4. Wir haben noch 5 Charaktere, die ich noch zweimal spielen muss. Und alle anderen muss ich dann nur noch einmal spielen. Das heißt, danach muss ich jeden nur noch einmal spielen. Und dann habe ich alles ausprobiert, was es im Spiel gibt an sich. Wir starten jetzt einfach mal rein hier. Die allen bekannte böse Armee. Eine geheimnisvolle böse Armee, die im Gunst der Öffentlichkeit steht, bekämpft das Übel, das über das Land herrscht. Aber es gibt eine Person, die sie nicht mag. Wir spielen als Germa-Armee gegen die Don Quixote-Piraten und gegen Sanjis Armee. Und in diesem Part werde ich zuerst einmal Cavendish spielen. Aber bevor ich hier loslege, werde ich ganz kurz schneiden. Wir sehen uns gleich wieder. So, alles klar, es kann losgehen. Das sind hier die Standardattacken. Wir haben noch keine gekauft. Das machen wir jetzt. Wie ihr seht, ist noch mindestens eine Unbekannte dabei. Und die Kombos lasse ich auch erstmal weg, die muss ich dann auch noch ausprobieren. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall mal 4 neue Spezialattacken. Das ist nice. Okay, wir haben Hakuba. Form ändert sich zu Hakuba, seiner zweiten Persönlichkeit. Das ist wahrscheinlich ein, volle Kraftburst. Geil. Luftwirbel. Hakuba schlägt unzählige Male schnell nach vorne. Duft einer Rose. Stellt mir den Duft einer Rose Leben wieder her. Und halb und halb. Hakuba und Cavendish machen gemeinsame Sachen, um einen Hochgeschwindigkeitsschlag über ein weites Gebiet auszuführen. Oh, ich freue mich ja schon wirklich über Hakuba, weil den wollte ich ja eh immer spielen. Hab mich schon gefragt, ob ich das machen kann. Das hier ist der normale volle Kraftburst, der macht nichts Besonderes. Hakuba hier ändert seine Attacken, wie es scheint, auch. Okay. Wenn ich die aber jetzt alle einbaue, habe ich beim nächsten Mal noch eine Fähigkeit auszuprobieren, aber ja, was soll's. Die Luft einer Rose kann ich auf jeden Fall mal reinmachen, weil den werde ich eh nur einmal benutzen wahrscheinlich. Luftwirbel ist Hakuba. Ja, wir machen einfach alle rein. Ich hoffe, das stört niemanden. Außer ich mache den, lass den volle Kraftburst drin und nehme dafür den Luftwirbel raus. Nee, komm. Wir probieren es einfach mal aus. Und nehmen uns die Standardsachen. Ich glaube, Fähigkeiten müsste der genug haben. Ja, das geht. Ach nee, ich wollte ja die Münzen, ne? Muss ich aufpassen, dass ich hier keinen Fehler mache. Zwar einmal Konzentration und dann dieses Münzsammelding. Das hier. Okay, weil dann habe ich genug Münzen, denke ich, dass ich auf einen Schlag alle Charaktere vollständig ausprobieren kann, wenn ich Glück habe. Aber jetzt geht's los. Jetzt probieren wir Cavendish mit Hakuba. Sehr gespannt. Hallo, Ichichi. Ich meine, Cavendish ist sowieso ziemlich cool, aber wenn ich jetzt auch noch Hakuba habe, holy shit. So, erstmal eine Rose einsetzen. Sehr schön. Er riecht an der Rose und hat wieder Leben bekommen. Ich weiß nicht, warum das hier jetzt sich gedenkt, ein bisschen zu laggen, aber. Mein Hakuba-Angriff kurz reingeballert. So! Erstmal die Special Attack. Oh. Das war einschlafen. Aua! Wieso habe ich jetzt keinen Hut mehr auf? Was soll das denn? Weil ich den Hut verliere, wenn ich. Oh mein Gott! Okay, jetzt geht's los! Wo ist Pika? Da ist Pika. Holy shit! Das fällt dir ein, nicht umzuschmeißen! God damn it! Du hast keine Chance gegen mich. Oh Gott, ich habe andere Attacken, okay? Also darauf muss ich achten, wenn ich Hakuba bin, habe ich andere Special Attacks. Ein bisschen. Ich habe die jetzt alle einmal eingesetzt, man hat allerdings wahrscheinlich nicht allzu viel gesehen. So, ich bin jetzt wieder Cavendish. Ich setze nochmal meinen Hut auf. Ich weiß nicht genau wofür, aber ich tue es einfach. Los, Hakuba, du bist dran. Oh, Hut wieder abgesetzt. Shit. Okay. So, Hut wieder aufgesetzt. Sehr gut. Pika hält ganz schön viel aus hier. Holy shit. Was ist das denn? Ein Anführer. Okay, das kriegst auch aufs Maul. Geil, ey. Ich finde Hakuba so cool. Und Hut wieder aufsetzen, das ist ganz wichtig.
Okay. Jetzt ist Diamante auch hier. Jetzt schau mal her, ich mach dich kalt. Tick. Alter, es ist so sick. Geil. Erstmal ein Circle Pit hier einsetzen. Okay, das war eine Special Attack, das war die andere. Und das hier ist die dritte. Das ist die Cutscene Special Attack. Alter, er ist so heftig unterwegs, ey. Kann er seinen Hut aufsetzen, während Herr Kuba ist? Er kann nichts dergleichen tun. Oh, ich hab's aus Versehen abgeschalten. Nee, hab ich nicht. Was hab ich getan? Egal. Alter, die Yakuba-Attacken sind sick. Oh, das wollte ich gar nicht. Okay, was ich natürlich nicht brauche, wegen der coolen Fähigkeit, die ich habe, sind überhaupt alle Heilungsfähigkeiten. Aber einmal sollte man sie natürlich ausprobieren und ansehen. So, wir gehen gleich mal hier zur Nebenmission und helfen Jinbei und Whitebeard. Aber man merkt den Unterschied, ich bin viel langsamer als Cavendish. Gut, im volle Kraft, das bin ich natürlich auch schneller. Aber ich glaube, im Akuba-Modus bin ich noch schneller als im normalen volle Kraft-Burst. Alle fallen um, inklusive mir selbst. Oh, das ist Whitebeard. Entschuldigung, Whitebeard, ich greife die Falschen an. Gut, dann gleich mal wieder Akuba. Oh, shit! Und ich habe ja noch nicht mal alle Kombos freigeschaltet, glaube ich. Also das wird ja auch nochmal interessant, wenn ich die alle habe. Nix, Darkarm. Ich mach dich kalt. Fucking hell, ey. Alter, wie über hier Attacken rumfliegen, ey. Und ich schlafe wieder. Aber dieser ganz kurze Schlaf, den man direkt wieder abbrechen kann, der ist absolut absolut verkraftbar. Dafür, dass man Hakuba spielen darf. Ich meine, Alter, ich bin 2 Level drunter und ich zerleg die hier gerade in 0, nichts. Gut, es ist auch ein Geschwindigkeitstyp. Und ich liebe Geschwindigkeitstypen, wie ihr wisst. Aber mit Hakuba zusammen ist er so nice. Er verdient eigentlich ein viel höheres Kopfgeld, wenn man, wenn bekannt ist, dass er Akuba ist. Scheiße. Oh mein Gott, ey. Ihr habt doch gar keine Chance, wisst ihr das? Ja, ich zerleg euch alle. Der Angriff haut einem auch direkt das Schild weg. Der hatte gerade volles Schild. Ich habe ihm das mal kurz aus dem Leben geprügelt. Oh, scheiße, Alter. Okay, geil. Sehr schön. Da habe ich den auch schon so gut wie. Oh, außer ich gehe voll in die falsche Richtung. Stirb endlich, Fujitora. Komm wieder runter. Okay, ich habe ihn. Gut, das wäre die Nebenmission. Und sollten wir wohl mal weiter und Barges erledigen. Na, Reitu ist auch immer... Achso, stimmt, ich bin die Germa. Warum auch immer Chopper Teil der Germa ist gerade. Ich habe jetzt erst 500 Kills, aber... Naja, wo, was macht der Anführer ganz da hinten? Alter! Ist das geil! Gute Nacht! Sandys Armee ist auch hier. Ist mir scheißegal! Shit, Alter! Arme Barges, ey! Hab ich mal kurz zerlegt. Alter, aber fick der Scheiße. Ist das heftig?
Max. Hier, Caverdo Anführer. Ruffy, hallo. Du bist auch gleich dran. Oh, damn. Elefanto, ich geb dir gleich. Schalt dir ein. Okay, es ist auch ein bisschen irritierend, dass einer meiner Angriffe in meine Standardangriffe in Hakuba-Angriff ist und ich auch außerdem die Hakuba-Verwandlung habe. Aber geht schon, ne? Alter. Nice. Und stopp. Oh, nochmal schön heilen. Gute Nacht. Ich muss den noch Akainu besiegen und diesen Meteorvulkan unterbrechen. Warum unterstützt Timmy die Germa und kämpft gegen Ruffy? Okay, das war jetzt mal ohne Cutscene. Oh Gott, Ruffy, du Armer. So. Hei, 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 hei. Okay, hier werden alle erledigt. Außer die Gelben da oben, die Kommandanten. Die muss ich noch besiegen, aber die Nebenmission ziehe ich nach Möglichkeit immer vor. Damit da nichts schief geht. So, Akainu. Hier ist schon klar, wer ich bin. Oder wer, wer mein zweites Ich ist. Also überhaupt keine Chance. Und gute Nacht. 1000 Kills schon, ey. Das Coole ist halt echt, dass ich nur eine Sekunde schlafe, wenn ich will. Die Attacke hier hat eine ziemlich lange Aufladezeit. Alter. Hakuba räumt einfach auf. Ihm ist alles scheißegal. Ja, ich bin froh, dass sie es so gebaut haben, also dass sie ihn reingebracht haben. Ich habe mich ja schon, glaube ich, damals schon, als ich ihn normal spielen konnte, habe ich schon darauf gehofft, dass ich ihn spielen kann. So, das wär's für dich. Und für die halbe Stadt. Sehr schön. Dann kümmern wir uns mal um die Hauptmission langsam wieder. Oh, Schild. Oh, Damage. Die sind schnell weg, die beiden. Das ist toll, Corby. Tu das. Und tschüss. So, das wäre auch erledigt. Dann kümmern wir uns hier noch um ein paar Kills. Der Flamingo ist hier. Dann wird Sanji demnächst auch auftauchen, weil ich nehme an, Sanji ist der gegnerische Kommandant. Macht sonst ja nicht viel Sinn. So, bin ich doch ganz froh, dass ich Cavendish sein kann, der jetzt endlich den Flamingo vornehmen kann. Letztes Mal hat mir Ruffy ja die Arbeit weggenommen. Oder eher in der richtigen Story. Aber ja, ich glaube, mir fehlen echt noch Kombos. Die hätte gerade noch nicht enden dürfen. Die muss ich also... Ja. Also ich glaube wirklich, dass dieses Kombo auf Level nicht nur den Damage erhöht. Oder nicht, also nicht den Damage erhöht, sondern dass die tatsächlich Kombos freischalten, diese Inseln, die man da kaufen kann. Deswegen muss ich das natürlich unbedingt noch machen. Weil ich natürlich auch vorhabe. Ich will ja, wie gesagt, alles zeigen. So, hier sind ganz schön viele Gegner, die nur auf mich warten. Dann lassen wir doch mal Hakuba und mich gleichzeitig kämpfen. Wäre cool, wenn es dahinter noch eine Explosion gäbe oder so, aber ist nicht.
So, dann holen wir gleich mal Hakuba dazu, der sich allein darum kümmern soll, diesmal. Sanji ist hier, habe ich gesagt, habe ich recht gehabt. Aber ich glaube, Mingo hat keine Chance gegen fucking Hakuba, ey. Alter, guckt euch an, wie viel Damage ich mache mit zwei Leveln drunter oder so. Holy shit. Ey, halbe Karte ist einfach tot. Ja. Das hab ich Glück gehabt, dann mache ich den Rest halt alleine. Okay. Das war Mingo, da steht er. Okay. Dann kommt jetzt noch Sanji dran und dann war's das. Aber der hier gibt mir noch ein paar Münzen, hoffe ich. Komm her. Oh, damn. Ja, ich brauche tatsächlich um einiges länger als Cavendish, um die also wenn ich Cavendish bin, um die zu zerlegen, als wenn ich Hakuba bin. Also gut, Sanji, legen wir doch gleich mal los. Und schon ist sein Schild weg. Dabei habe ich noch nicht mal einmal zugeschlagen, sondern nur die Fähigkeit aktiviert. Ich muss ihn treffen, das ist das größte Problem gerade, aber sein Leben geht einfach schon jetzt bergab. Alter. Oh, da oben doch nicht. Ja, das war ein Fehler. Aber macht nichts. Ich schlafe erstmal eine Runde und mach den Rest selber. Und. Ah, nicht immer wieder einschlafen. Das war gerade unerwartet. Ich meine, ich weiß, dass er einschläft, aber. Oh je. Alter. Erstmal schnarchen. Sehr gut. Und tschüss, Sanji. Nice. Es gibt erstmal Chopper an, dass er alles erledigt hat. Ich meine... okay. Gut. Das war Hakuba. Leider habe ich 14 Minuten gebraucht. Das kam mir gar nicht so lang vor. Aber okay. Und Chopper ist maximal Crew-Rang. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen... Dann war's das wieder für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Part. Macht's gut und bis dann. Ciao.